Der elegante, teilintegrierte Optima T65GE im einzigartigen Hobbydesign nutzt den bewährten Fiat Ducato als Basisfahrzeug. Zur Wahl stehen vier Dieselmotoren mit einem Leistungsspektrum von 115 bis 177 PS. In diesem Fall kommt der 2,3 Liter Turbodiesel mit 130 PS zum Zug. Damit lässt sich das Reisemobil flott und dank fein abgestufter Sechsgangschaltung auch recht sparsam bewegen. Selbst wenn die technisch zulässige Gesamtmasse von 3,5 Tonnen voll ausgeschöpft wird. Insgesamt trumpft der Optima T65GE mit einer Zuladung von über 500 Kilogramm auf. Der Grundriss mit den beiden bequemen Einzelbetten im Heck und die durchdachte Raumaufteilung sind konsequent auf die Reiseansprüche von Paaren abgestimmt. Die elektrisch ausfahrbare Trittstufe und die extra breite Tür machen den Einstieg ins Reisemobil besonders leicht. Auch das Wechseln der Gasflaschen wird durch den schienengelagerten Auszug zum Kinderspiel. Die riesige Heckgarage mit zwei großen Klappen an beiden Fahrzeugseiten bietet reichlich Platz für sperriges Urlaubsgepäck. Die Eingangstür wird mit sanftem Händedruck sicher verriegelt. An ihrer Innenseite befindet sich ein praktischer Müllbehälter. Die Bedienpanels für die Bordfunktionen und die Heizungsanlage sind gut sichtbar über der Eingangstür angebracht. Dort sorgt außerdem ein Handgriff mit LED-Beleuchtung für zusätzlichen Halt beim Ein- und Aussteigen. Schuhe lassen sich griffbereit im Fach neben dem Eingang verstauen. Unter der Glasabdeckung der seitlich angeordneten Küchenzeile sind der dreiflammige Gasherd sowie die Spüle aus Edelstahl installiert. Die Zündung der Gasflamme erfolgt elektrisch. Die Ventile für die Gasverteilung sind gut zugänglich untergebracht. Für Küchengeräte gibt es zwei 230 Volt Steckdosen. Geschirr und Vorräte lassen sich griffbereit in den geräumigen Oberschränken verstauen. Der von Hobby entwickelte Slim Tower ist ein besonders schlanker Kühlschrank mit einem Volumen von 140 Litern und einem herausnehmbaren Frosterfach. Der Kühlschrank lässt sich wahlweise über das 230 Volt Netz, die 12 Volt Bordbatterie oder den Gasanschluss betreiben. Über und unter dem Kühlschrank befinden sich weitere Staufächer. Das Prunkstück des Optima T65GE ist das ebenso komfortable wie variable Schlafzimmer. Aus den beiden Einzelbetten lässt sich mit Hilfe der optionalen Bettverbreiterung im Handumdrehen ein großes Doppelbett machen. Spots sorgen für gutes Leselicht. Die Verdunkelung erfolgt durch Rollos. Die zahlreichen Oberschränke mit robusten Scharnieren eignen sich bestens zum Verstauen von Wäsche und Kleidung. Auch unter den Betten befinden sich große Stauräume und ein beleuchteter Kleiderschrank. Ein Vorhang trennt Schlaf- und Wohnbereich. Sanitärkomfort wie zu Hause ist im Optima T65GE eine Selbstverständlichkeit. Zum großen Kompaktwaschraum gehören die drehbare Toilette, die praktischen Schränke, die abtrennbare Dusche, die großen Spiegelflächen und natürlich eine Steckdose. Der Optima T65GE verfügt über vier gurtgesicherte Sitzplätze. Die drehbaren Cockpitsitze lassen sich in die gemütliche Sitzgruppe integrieren. Zu ihr gehört ein Tisch mit ausschwenkbarem Extrateil. Die Steckdose auf Höhe der Tischplatte eignet sich perfekt zum Aufladen und Betreiben von mobilen Geräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops. Der Optima T65GE ist ein idealer Begleiter für reisefreudige Paare, die sich ein wendiges und komfortabel ausgestattetes Reisemobil wünschen. Mit dem eleganten Teilintegrierten von Hobby machen spontane Städtetouren genauso viel Spaß wie ausgedehnte Landpartien.